So, und da sind direkt die Restarts. Faculty muss als Terror anfangen. Ich habe gestern mal nachgefragt. Ein PC, wir haben sie, glaube ich, gespielt. Und zwar gegen Torqued oder Torqued. Dieses Team von Steel halt. Von daher bin ich mal gespannt, was Faculty da schon aus dem PCW, vielleicht auch ein bisschen aus dem Rumpacken, aus dem Rumgathern da auf der Map mitgenommen hat. So, Overview natürlich auch neu für mich. Terror ist also rechts, CT ist links. Für alle, die Map noch nicht gespielt haben, wird es natürlich ein bisschen schwer. Aber direkt sehen wir eine Flash von Mantis über den Spot. A wird aber defensiv gedeckt. Es gibt ein Go über Tür und über Main. Spot schon eingenommen. Die Smoke liegt da, glaube ich, nicht so, wie sie liegen sollte. Wobei man da natürlich auch stehen könnte als CT. So, Retake kommt und einer sogar von hinten. Dort muss Kirby aufpassen, tut er nicht. Oh, hätte vielleicht wirklich nach hinten decken sollen. Dizzy muss der jetzt übernehmen. Wo sie angesagt, Gegenflash kommt. Oh, wichtig von Dizzy, da nochmal gegen zu flashen. Oh, und Simon gegen 2, jetzt Simon gegen 1. Schöner Refact direkt. Wird ausgemoved. Achtung, man sieht einen Schatten. Oh, er holt sehr viel Zeit raus und SMF hat keine Waffe, hat kein Kit. Und die Bombe geht hoch. Pistol also für Faculty. Sehr schön gespielt. Auch wenn Kirby da wirklich nach hinten hätte aufpassen müssen, dann wäre es noch mal ein bisschen sicherer gewesen. So, das ist 13. Spieltag. Auf die Cash. Oh, die sieht schon Mitte rein. Ist komplett frei, nur einer am B. Einer am A und B pusht. Man hat das sehr ekelhafte Posi dort. Deckt ab, dass der niemand pusht. CTs haben aber, glaube ich, Schacht geboostet. Oder? Ne, keiner Schacht. Und Faculty verschiebt zum B. Oh, ist ja nicht an dem Eck. Oh, das ist an dem Eck. Hallo, hinter dir! Alter. Da würde ich ja sogar checken. Wenn man da so ewig nichts. Wenn man da so spät drauf geht. So, die beiden Neuzugänge hier, Socken und SMF. Die beiden denen. Und mit denen läuft's richtig gut bei FM-Toxic zurzeit. Haben auf jeden Fall überraschend ESC schlagen können. Letztens auch schon Faculty. Ich glaube noch irgendjemanden. Ich weiß es gerade nicht. Also die Formkurve bei ihnen steigt auf jeden Fall auch sehr gut nach oben. Socken sollte dann mal noch sein Team-Logo reinmachen. Der Einzige, der da ein bisschen abfällt. So, trotzdem 2-0 Faculty. So, schön da an der Main abgedeckt. Socken noch auf dem A. So, die Map mal ein bisschen näher bringen. So, SMF steht auf jeden Fall gerade auf dem A-Spot. Mantis kommt von CT-Base. Ob das jetzt wirklich eine CT- oder T-Map ist, kann ich selbst noch nicht. Oh, krass, Headshot. Kann ich selbst noch nicht genau einschätzen. Muss man einfach mal im Langzeit-Test so sehen. Muss man vielleicht doch mal so ein paar Spiele abwarten und dann auf die Statistiken schauen, um da wirklich einen besseren objektiven Eindruck zu bekommen. So, aber generell ist die Map sehr klein. Hier ist die T-Base, da hinten die CT-Base. Hier gibt es so eine direkte große Halle in der Mitte. Und dann, also die Garage oder so, keine Ahnung. Und dann geht es direkt Mitte raus. Mitte sehr schwer zu halten, finde ich, für die CTs, weil sie einfach sehr wenig Möglichkeiten haben.
Schöne Smoke direkt in die Mitte. Die kann man direkt von Tebes fast werfen. Um die Mitte dort wegzusmoken. Mantis deckt da am B defensiv ab. Wichtigste Sache hier, dass man hier über Fensterflächen kann, um den Spot wirklich blind zu kriegen. Fekt jetzt über Mitte, über den Schacht zum B geschoben. Fahren jetzt den Zugriff. Wenn dann gekriegt ein, wird ausgemoved. Kein Fokus drauf, auf rechts gehabt, auf links neben ihm. Oh. So, weiß wo eine Arbe ist. Kirby deckt diesmal nach hinten. Da kommt zum Glück jetzt mal keiner. Einer wird über Mitte Schacht kommen. Auf ihn wird gerade noch gewartet bei Toxic. Schöne Smoke noch von DC. Die delayt das Ganze natürlich ein gutes Stück. Und viel Equipment hat Toxic gar nicht mehr. Schön Vorgame von Asmo. Nice. Schöne Headshots. Und oben über Cat jetzt die letzten beiden. Die gehen auch safen. Stark gespielt von Faculty. Und die Exit-Tracks sind jetzt auch total scheißegal. So, und die Smoke, die ich meinte. Also man kann wirklich hier laufen. Ich weiß gar nicht, wie man sie genau wirft, aber einfach hier kann man sie irgendwie drüber werfen. Ja, dann sieht man es schon. Dahin ist das Loch. Also hier über diese Scheibe. Einfach so links. Dann kann man hier das schon mal ausschließen. Wo die CDs halt gerne stehen, ist hier. Oder halt hier. Was wichtig ist, man kann hier direkt boosten. Als Terror, das werden wir sicherlich auch noch einmal sehen. So, und Faculty macht's gut. Splitten da über Mitte, Richtung A. Das nenne ich so Main Action. So diesen Raum. Hier geht's auf dem A raus. Sehr gefährlich als T. Also auf Spot zu kommen auf A finde ich auf jeden Fall relativ anstrengend. Einfach weil hier der Gabelstapler, die Posi halt, es ist so dunkel hier. Wenn hier ein CT immer steht, der kann da immer sehr gut abfacken und man erkennt ihn halt schwer. Ja, das ist auf jeden Fall der eine Weg, der zum A führt, und der zweite ist hier hinten rum, hier rechts lang, über die Tür. Ja, und das war's eigentlich schon, wie man auf A kommt, und natürlich hier über die Mitte. Also man merkt, die Map ist wirklich sehr klein, spielt sich sehr schön eigentlich. Vielleicht ist von Simon in die Mitte, da gab's den Boost von Mantis. Rex sitzt auch. Asmo gut angehittet schon. So, Asmo in Schacht gegangen. Da geht's über Mitte. Boah, der CT hat null Fokus drauf. Asmo da ein bisschen Gas geben würde. Wobei der vielleicht darauf spekuliert, dass er den Schacht hört. So, Faculty jetzt schnell Richtung B verschoben. Also den Move von vorhin gemacht. Mitte eingenommen und dann B. Mal schauen, ob Asmo rechts aufpasst im Eck. Nein. Boah, der kriegt zwei. Jetzt ist der Refill von Mantis. Spot ist noch einer. Oder? Ne, der ist gestorben. Mantis im 1-2, das kann er sogar machen. Baba oben am Cat. Mit AWP. Er wartet auf seinen Mate. Nils sind hier auf. Wartet am Push. So, jetzt die Pose angesagt. Die Nate tut weh, die tut weh. Boah, hat Baba rausgeholt. Ausgeräuchert. So, Gegenfläche sitzt. Nils sind hier. War ein Ticken blind. Weiß jetzt, wo er ist. Er hat einen Kit. Mantis spielt's gut, Mantis spielt's gut, holt viel Zeit raus. Boah, setzt sogar noch den Headshot. Krass. Sehr, sehr, sehr stark, wie sich Faculty heute präsentiert. 6:0 die Führung. Spielen die Map wirklich hervorragend. Toxic scheint da noch nicht wirklich den Durchblick zu haben, wie sie das verteidigen. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, die Mitte. Wirklich nicht einfach zu halten. So, da gibt's hier den Boost. Drei Mann dort hinten. Alter. Das ist aber wirklich sehr random, was sie da machen. Passieren auch die Nades. Jetzt moved einer oben über Schacht, übers Dach. Die Sino versucht dann noch was an Action zu entscheiden. Geht nicht auf. Zocken an B am Verschieben. Tja, was Faculty gemacht hat. Am geboostet, geflecht, einfach rübergefahren. Einer ist hier aufs Dach gegangen. Wusste, dass hier unten welche sind und konnte sie dann alle von hier oben holen.
wirklich nur Probleme bei Faculty. Die Mitte auf jeden Fall Schwachstelle Nummer 1 bei Toxic. Das müssen sie irgendwie in den Griff kriegen. Das kann man natürlich auch defensiv spielen. Man kann die Mitte auch auf Retake halten. Vielleicht A irgendwie verstärkt decken. Und dann von hier vielleicht mit AWP stehen. Natürlich muss dann einer Schacht aufpassen. Schacht führt übrigens hier rein. Zack, zack. Ah, wegen dem hässlichen Grau-Effekt. Also hier rein und zack, ist man schon hier am 4B. Hier ist schon der Spot. So, wieder schneller Go. Diesen mit Schräglage. Schöner First Fake. Boah, räumt er direkt mit beiden auf. Aber ist auch ein Eco bei Toxic. Was auffällt bei Faculty, dieses Spiel nie über Tür. Also immer nur Action. Immer nur über Mitte. ...8-0. Ist ja wirklich null Gegenwehr. So, wie handeln sie es jetzt? Nimmst du andere Posi ein? Oh, ich bin ja wieder dort. Also sie verstehen einfach nicht, dass sie die Mitte so nicht halten können. Wenn sie so enorm unter Druck gesetzt. Jetzt sitzen zwar mal ein paar Frags. Die erste 3-3-Situation in dem Spiel. Jetzt sogar die erste Überzahl. Am A ist man raus. Einer noch am Spot. Oh, schöne Fläche in der Spot. Simon leider nicht den Frag gesetzt. Kirby kriegt noch einen Strafe-Headshot. Und jetzt gegen 3. Eigentlich keine Chance mehr. Barbar schon an der C-Base. Kirby jetzt am Stapler. Oh, Barbar muss sie... Nein! Krass, wie er da durchgekommen ist. Oh, nice. Gute Flash. Und da ist die erste Runde für Toxic, auch mit 3 Mann überlebt. Ja, wieder 2 mit Low HP. So souverän war das gar nicht. So, wieder Mitte schnell. Also, sie lernen aber auch nicht draus. Oh, man hat das mit schönen Granaten. Schön, da die Bande schon genutzt. SMF oben am Kett erfolgreich. Spots aber schon drauf. Nette Flash damit so durchgerollt. HE saßen nicht so prall. Jetzt ist alles abgesmoked. Jetzt ist der Retake fast nur noch möglich über Schachtraum. Da steht Dizzy. Also man braucht da wirklich nur noch Maus 1 drücken. Oh, Socken schön von oben runtergekommen. Eine Überraschung von oben. Oh, jetzt wird's immer knapp. Bombe wird defused. Oh, schön draufgegangen von Simon. Und Baba war da wirklich weg, wollte sein Mate taken, aber mit Arvid natürlich schwer. 10-1. Nette Zerstörung bis hinten. Ne, 9-1, sorry. Nette Zerstörung bisher. 3 Leute hätten sogar Geld. Aber man entscheidet sich dazu, Eco einzulegen. Der Instant Mitte. Hat jetzt mal was Besseres. Also in der Eco spielen sie es besser als in der Equipped Round. Ja, auch wenn jetzt kein Frack vielleicht bei rumkommt. Oh. War da eine 5-7 am Start? Wie hält er noch die Mitte? Beziehungsweise Deck nach hinten. Schön, Baba. Das ist die zweite Eglo, die er da frisst.
So, die Eco war jetzt auch vorbei, obwohl die mal ein bisschen knapper war. Jetzt das 10 zu 1. So, und jetzt bin ich gespannt, ob Toxic da mal endlich die Mitte ein bisschen anders handelt. Ich meine, warum auch nicht einfach mal einen Molly da vorwerfen? Für so eine Situation ist er natürlich eigentlich perfekt geeignet. Einfach mal hier einen Molly reinlegen und dann wäre Fekkity gar nicht in der Lage, das schnell vorzuziehen. So, Babar verschießt einmal. B wird angelegt, also jetzt die Entscheidung gefallen, B mal offensiv zu pushen. So, Babar nimmt mit dem Benetz jetzt von dort, wo ich vorhin auch schon gesagt habe, die Mitte. Geht auf Frag. Boah, wirklich Eier-Move von ihm. Verschießt, keine Chance. Also Fekkity wischt hier wirklich den Boden auf mit den Briten, beziehungsweise Dänen. Wirklich keine Chance. Wenn es ja nicht so, dass man eben kein Geld hatte für so eine Incendiary. Wenn man einfach eine hier hinlegt, eine ins Loch, dann klar könnte Fickel die durchpushen. Aber vielleicht eher unwahrscheinlich, wenn man hier oben noch irgendwie was hinlegt oder hier unten einfach so zwei, damit der Dropper nicht direkt vorpushen kann. Irgendwie sowas, was die Mitte einfach mal aufhält. Ich meine, die Idee war ganz okay, am B davor zu pushen, von dort einfach mal dann direkt Fekkity einzukreisen. Und dann der angesprochene Boost. Zack, hat man wieder Mitte eingenommen. Jetzt gibt es Stress von rechts. Am Eck aufpassen. DC, guck doch unter dich! Lol. Also, den hat man da sowas von gesehen. Jetzt erst einmal, dass Fekkity über Tür gekommen ist. Bombe hat Mantis, legt. Simon nimmt Base ein, hat das schlechtes Duell. Boah, und verliert's. Trotzdem kann's Mantis noch machen. Hat mehr HP als die beiden anderen zusammen. So, Windanski ist noch blind. Hat kein Kit, also muss eigentlich relativ Gas geben. Fake am Cat. Posi von Mantis finde ich nicht so gut, weil man da den Schatten sieht, wenn er links raus moved. Oh, er moved über rechts, aber sowieso. Ah, das wäre so oder so richtig knapp jetzt noch geworden, wenn er defused hätte. Ja, ich glaube, das hätte er auch nie im Leben geschafft. 12 zu 1, nette Zerstörung einfach bisher. Aber wobei man wirklich sagen muss, gut, Fekkity spielt das natürlich gut, nutzen das komplett aus, dass die Mitte einfach überhaupt nicht safe ist. Auf der anderen Seite, Toxic einfach ein bisschen enttäuschend, da nicht mal irgendwie die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Klar spielt da irgendwie die mangelnde Map-Kenntnis rein, aber trotzdem. Die Map sollte man schon mal ein bisschen gespielt haben, wenn man sie jetzt hier in der Top-Liga spielt. Wieder eingenommen. Asmo müsste auch den Base-Spiel gehört haben. Den holt sich auch direkt Dizzy, der heute wirklich ein super Spiel macht. Drückt wirklich extrem gut um. So, Virtus gegen Nip ist auch live. Da steht es 3-3. Lassen Sie es mal komplett weg. Also in der letzten Runde raffen Sie es mal. So, B hat auch. Hat auch Kontrolle. Stapler abgesmoked. Oh, endlich hätten wir nochmal die mit. Oh, krasse Runde. Ja,
Jetzt wird es eine Fünferrunde. Also kaum spielt man die Mitte mal defensiv. Zack, wird es eine Fünferrunde. Heftig. Aber das ist natürlich viel, viel, viel zu spät. Trotzdem ist es nicht gesagt, dass Faculty jetzt direkt das 16-2 macht. Ich meine, auch Toxic kann... ja, La Faisea. Also wenn das mal nicht ironisch gemeint ist. Junge, das ist halt eine neue Map. Dann muss man die halt auch mal spielen. An Mirage hat man sich auch gewöhnt. Genauso kann man sich an Cache gewöhnen, die wirklich seine Daseinsberechtigung hat. Vielleicht noch ein paar Tweaks braucht, wirklich damit die Mitte nicht so imbar ist, aber ansonsten gefällt mir die schon sehr gut. Ist gut spielbar. So die Unbalanciertheiten, die zeichnen sich halt erst ein bisschen später ab, oder halt wenn wirklich darauf trainiert wird und die ganzen Kniffe und Feinschliffe gefunden werden. Kniffe und Tricks, das hast du mit dich. Wenn der Mapper aktiv hinterher ist, warum sollte die denn nicht in den internationalen Map-Pool kommen? So, siehst du auch, Faculty hat Probleme in der Mitte. Die sie am B gepusht. Könnte vielleicht von hinten kommen. Das könnte sehr entscheidend werden. Braucht jetzt allerdings noch mindestens 10 Sekunden. Simon steht am A. Oh, den zweiten kriegt er leider nicht. Und jetzt diese von hinten. Was kann er vielleicht... Ah, die Bombe wird leider defensiv gelegt. Den musst du wirklich noch anhusten. Oh, netter Headshot. Und jetzt gegen Socken. Komm, ziehen die Socken aus. Was ist das denn für ein Lag? Boah, er zieht durch. Er zieht durch. 3, 2, 1. Nice. Sauber gemacht von Dizzy. Habe ich eben schon angemerkt. Also er drückt richtig gut heute. Sehr schönes Momentum, was der Junge hat. Ja, Worst Case natürlich für Toxic. Pistol verloren. Jetzt direkt unter Zugzwang. Ah, gute Frage. Was ist mit Forge? Ist die ganz raus bei Go? Hab noch nichts gesehen von der. Würde mich prinzipiell aber auch freuen. Fand ich auch nicht schlecht. Oh, schöne Einnahme von Mantis. Immer mal gedeckt. Sieht man da am Stapler, kann nur zwei machen. Rest über Mitte. Ja, zwei Waffen verloren, trotzdem schon das Draw. Toxic hat ja wirklich Full Eco. Scout bei QK Mantis. Da kommt doch schon direkt das GG, also sie sind richtig tilt, die Jungs. Ah, schon ein bisschen enttäuschend von ihnen, muss ich sagen. So, muss ja Mantis nochmal die Einnahme spielt. Oh, Gassen direkt rein. Nate über Bande. Boah, richtig gute Nate. Dizzy mit seinem zweiten. Ne, mit seinem ersten. Jetzt der Go. Ah, da wird einfach nur nach rein gedaddelt und der wird überfahren. GG 16-2. Alter, warum wirklich nicht mehr viel zum Spiel sagen? Faculty einfach super dominant, sehr, sehr stark aufgespielt. Toxic einfach nur richtig enttäuschend.